Ah, Gott zum Gruß, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, Hulda Offenbauer. Heute wird es ganz spannend. Heute geht es um den Erzengel Michael, auch in Verbindung mit dem hier. Und dann werden wir ein Thema anreißen, was wir nicht befriedigend hier beleuchten, aber schon sehr spannend uns anschauen, nämlich es geht um die Toten. Wo sind die ganzen Toten eigentlich? Ja? Wo sind sie? Ja? Und was ist mit den Totengeistern? Was sagt die Bibel über diese Schattengeister, über diese Untoten? Wir würden heute Zombies sagen. Wo sind sie? Das schauen wir uns an, was die Bibel dazu sagt. Dann gehen wir ein bisschen hinüber in eine andere Szene, nämlich in die Esus-Szene. Da gibt es nämlich eine Engelwesenheit, die heißt Kryon. Ja, die hängt mit diesem neuen Zeitalter zusammen. Erzengel Michael ist ja der Erzengel des neuen Zeitalters. Deshalb hier auch ein bisschen in die Richtung rein, damit wir das ganze Bild von diesem Erzengel Michael haben. Und dann kommt unsere Aufgabe nämlich zu guter Letzt. Weil die Bibel sagt, dass wir diejenigen sind, die diese ganzen Engel richten werden. Ja, und was das bedeutet, wie das geht und warum das so ist, das verrate ich euch nicht hier. Aus einem Grund auch, weil ich in dem Video verschiedene Begriffe verwende, wo der Algorithmus anspringen würde. Das heißt, ich muss ja schon sehr aufpassen, weil ich bin schon zweimal gesperrt von YouTube und ein drittes Mal ist der Kanal weg. Und da wir das ja alle nicht wollen, gibt es das Video nicht hier, sondern auf Library. Ich stelle euch den Link unten rein, einfach draufklicken und dann könnt ihr euch das ganze Video anschauen. Ich wünsche euch dabei viel Erkenntnis, viel Freude und wie immer Gottes reichsten Segen.